Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks mit ABKacht. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Kostenermittlung aus dem Leistungsverzeichnis in den ABK Projektkostenmanager überleiten können. Vor uns haben wir ein LV, wo bereits zu allen Positionen Preise aufgenommen worden sind. Im Ordner LV Bearbeitung ist in der Tabelle bereits die Spalte Leistungsnummer Leistungsgliederung eingeblendet. Der Inhalt ist für die Überleitung in den Projektkostenmanager essentiell, wie wir noch sehen werden. In den LV-Eckdaten findet die Zuordnung des Leistungsgliederungskatalogs zum LV statt. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser derselbe ist wie auf der Projektebene. Nur so können die Kosten in den Projektkostenmanager übergeleitet werden. So kann einerseits allen LV-Positionen händisch eine Leistungsnummer zugeordnet werden und andererseits kann die Leistungsgliederung aus einem Referenz-LV oder einer Preisdatei zu einer Leistungsbeschreibung importiert werden. Hier wählen wir die LB hoch bei 21 und die dazu hinterlegte Preisdatei B1801LG. Diese kann von ABK bezogen werden und enthält Zuordnungen von Leistungsnummern zu allen Positionen. Zurück in der LV-Bearbeitung ist nun ersichtlich, dass allen LV-Positionen der ÖNOM B1801 Leistungsgliederung entsprechende Leistungsnummern zugeordnet worden sind. Frei formulierte Positionen, die nur im LV enthalten sind, werden in dieser Preisdatei nicht berücksichtigt. Aber das ist kein Problem, die händische Zuordnung ist im Handumdrehen erledigt. Dazu werden die entsprechenden Positionen markiert und mittels eigener Funktion mit einer Leistungsnummer aus dem Katalog versehen. Die Funktion für die Übergabe in den Projektkostenmanager ist im Ordner Preisermittlung zu finden. Im Überleitungsassistenten kann aus allen zum LV vorhandenen Preisermittlungen eine ausgewählt werden. Zudem wird festgelegt, in welches Projekt die Übergabe vorgenommen werden soll. Zur Überprüfung gibt es noch eine Zusammenstellung aller Positionen mit ihren Leistungsnummern, Mengen sowie Einheits- und Positionspreisen. Damit ist die Preisermittlung in den Projektkostenmanager übergeben worden. In der Kostenübersicht und Prognose des Projektkostenmanagers sind nun noch keine Werte ersichtlich. Dafür führen wir nun den Rechenlauf durch. Nun setzen wir einen Filter auf jene Bereiche, zu denen Kosten vorhanden sind. Die aus dem LV übergeleiteten Kosten wurden als Schätzkosten angelegt und auf Leistungsebene aufsummiert. In der Kostenübersicht zu einer Leistung ist die Zusammensetzung ersichtlich. Hier wurde in der Kostenschätzung für jede Position eine Zeile angelegt, wodurch die Kostenbildung nachvollziehbar bleibt. Ab nun entspricht die weitere Handhabung dem Projektkostenmanager üblichen Abläufen. Wir hoffen Ihnen damit, das einfach anzuwendende Zusammenspiel dieser beiden ABK-Bausteine nähergebracht zu haben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal!